Yo, moin Leute, was geht ab zur vermeintlich letzten Folge Assassin's Creed 2? Wir machen uns direkt auf und gehen nach Rom. Let's fucking go! Die Sixtinische Kapelle infiltrieren und Rodrigo Borgia, den Spanier, eliminieren. Den Vatikan betreten. Würde ich sagen, Freunde. Let's go. Da kann man sich schon auf Assassin's Creed 2 freuen, ne? Auf Assassin's Creed 2 Brotherhood. Wenn man Rom so sieht. Da! Hier geht das wohin. Ein Söldner, der sieht Jetzt mir sein Geschick mit dem alten Trick vom Kampf. Leute, ich will diese Stimmung auf keinen Fall kaputt machen, deswegen sage ich so wenig. Assassino! Assassino! Let's go, Pony! Let's go! Hey, hey! Mach den Weg aus!
das eigentlich da ist. Verschieb ja halt alles. Ja. Machen, nee, wieder, wenn ich am Aufnehmen bin. Ich habe keine Zeit mehr. Wir sind auf erstens Bruce und zweitens mein Monitor, wie vorhin schon. Gebt euch keine Blöße, Männer. Der Kerl ist Attent, die Lager! Geht so! Hack in seinem toten Winkel! Bereit auf den Fehler! Erledigt ihn! Erledigt ihn! Wiederholt in Alba! Capito? So, Freunde, haben wir. Let's go, weiter. Wir wollen den hässlichen Spasten auf Morgen. So, haben wir ebenfalls. Mal kurz ein bisschen Medizin. Tränker. Los! Was? Moment mal. Lauf du! Da! Ah, da! Selbe Taktik hier hochspringen. Checkpoint. Eccolo! Da! Da! Bestampft ihn! Ups. Bruh. Oh, zum Glück war da gerade ein Checkpoint. Warte. So geht's wahrscheinlich schneller. Irgendwann wird das nicht.
Leute. So. Ist das intens, Alter. Ich sag's euch. Warum muss ich eigentlich jetzt unentdeckt bleiben? Kein Sinn. Was für ein komischer Mantel. Ich glaube, da waren ja Checkpoints, oder? Waren da Checkpoints? Ich hoffe, da waren Checkpoints. Ansonsten ist ja auch kein Problem. Credo in unum deum, patrem factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saecula. Dio. Ich dachte, ich stünde darüber. Das tue ich nicht. Es dauerte zu lang. Kostete zu viel. Requiescat in pace, du Bastard. Das glaube ich nicht. Wie kannst du widerstehen? Aha. Nett von dir, mir den Apfel zu bringen. Gib ihn her! Euch geht's wohl zu gut. Oh, immer ein Kämpfer. Ganz wie dein Vater. Ja. Freue dich, mein Kind. Denn bald siehst du ihn wieder. Du wirst ihn mir geben. Wie ihr wünscht. Faszinierend.
Eine beeindruckende Macht. Aber wenn du denkst, das würde dich retten, dann liegst du falsch. Ja, moin. Rodrigo Borgia. Pack deinen Zahnstocher weg, du Spinner. Ein kluger Trick, aber noch los. Du hältst mich nicht auf. Was glaubst du, wie lange du durchhalten kannst? Solange bis du tot bist. Ja, fürchte mich nur. Kluger Trick, aber nutzlos. Ja, fürchte mich nur. Dich nieder, Assassine! Da waren es nur noch zwei. Was glaubst du, wie lange du durchhalten kannst? Da war es nur noch... mich nicht auf. Einer. Einer. Ich strecke dich nieder, Assassine. Nein, das wirst du mir nicht nehmen. Es ist vorbei, Rodrigo. Legt die Waffen nieder und ich werde euch ein schnelles Ende gewähren. Wirklich, Ezio? Und wenn es andersherum wäre, würdest du so schnell aufgeben? Finden wir es doch raus.
das für ein Ort? Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut. Wenn du es so spielen willst. Oh, Leute. Der Final Kampf. Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen, mächtigen Assassinen konnten es nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Es ist Gott. Gott lebt an diesem Ort. Ihr wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Umgeht. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Und ihr denkt, er wird diese aufgeben? Was immer hinter dieser Wand? Gott soll allwissend sein und allmächtig. Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm was anhaben? Du weißt nichts, Junge. Dein Bild der Schöpfer stammt aus einem alten Buch. Einem Buch, geschrieben von Menschen. Ihr seid der Papst. Und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. Bestimmung! Meine! Ich bin der Prophet! Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Requiescat in pace. Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin Phile. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mira. Und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinia genannt wurde. Ihr seid Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren Fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß. Ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen. Aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn?
Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Hör zu. Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die euch Leben gab. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schworen wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns. Rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Tja, Leute, ne? Das war's dann mal wieder komplett. Nein, ernsthaft, das war's dann komplett. Ich bedanke mich bei jedem, der das Spiel mit mir mal wieder verfolgt hat. Hat mal wieder echt unglaublich Bock gemacht. Es sind nur etwa 10 Minuten. Brauch meine ganze Ausrüstung. Bereit zu gehen, bevor sie. Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Also, wie ist der Plan? Wir hauen ja ab und dann? Es gibt noch einen Unterschlupf, Gell. Wir kriegen Besuch. Der Truck ist gleich vor uns. Mr. Martens, welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergeuden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stirner. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen. Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh,
das Argument wieder. Soweit ich weiß, waren sie dabei, neben mir, die ganze Zeit über. Das Blut klebt an ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Doug. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los. Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond. Wir müssen los. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht. Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch? Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Wände an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. Darf ich jetzt? Freunde, ein Spiel in den Credits? Das ist verdammt geil, muss ich sagen. Und ich finde auch die Idee des Spiels insgesamt extrem geil, wenn ich mir überlege, eine erste Zivilisation, die von so einem Sonnenkollaps fertig gemacht wird, das ist Brainfuck hoch 10. Aber ich finde das mega geil. Also Leute, freut euch auf jeden Fall auf Assassin's Creed 2 Brotherhood. Dann geht's weiter. Dann kommt noch Assassin's Creed 2 Revelations. Wann das Ganze kommt, mal gucken. Irgendwann in nächster Zeit wird sich das Ganze bestimmt ansiedeln. Aber ansonsten, Leute, würde ich sagen, ihr genießt weiter den Abspann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt, in einem anderen Projekt oder wo auch immer, bis das hier rauskommt. Also Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ihr genießt jetzt, wie gesagt, noch die Credits. Ich bin raus. Peace out.
und ciao.